Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 auf der Map Hijacked. Capture the Flag ist heute angesagt. Und ja, Mann, muten wir mal alle. So, ich bin jetzt hier nicht der böse Pate, sondern ich muss die Leute muten, weil die aus verschiedenen Ländern kommen und natürlich verschiedenste Sprachen auf mich zukommen, von Französisch bis Arabisch. Allah, 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 und Bungschu, Krak, Krak, Allah, Hoppa, Krak, Krak, Krak. Ella, Ella. So, sowas zum Beispiel meine ich jetzt. So, also drücken Sie beim Sprinten Haltung ändern, um sich mit einem Hechtsprung auf den Boden zu werfen. Ja, genau, das machen wir jetzt mal. Und willkommen zu meinem GTA 5 Spezial. Ich habe ja den neuen Trailer gesehen von Rockstar Games. Ist ja ein neuer Trailer rausgegangen. Einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Für Leute, die das vielleicht noch nicht wissen. Richtig, richtig geil. Ach ja, ich spiele mit der MP7 und mit der TAC 45. TAC 45 habe ich gestern Let's Player angesehen. Der hat auch mit der Waffe gespielt und gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das war der Totti. So, also ich habe den Trailer angeguckt von Rockstar Games und war richtig baff. Hat einen richtigen Ständer in der Hose, weil, ja, der Trailer war einfach geil. Man kann in GTA 5 tauchen. Man kann die Unterwasserlandschaft erkunden. Nämlich im Trailer ist ein Schiffswrack zu erkennen und ein Mann mit Taucheranzug und immer so eine weibliche Stimme, die sagt, in GTA 5 kannst du tauchen. Du kannst in GTA 5 Tiere jagen oder von Tieren gejagt werden oder du kannst, keine Ahnung, ja. Du kannst einfach auf die Jagd nach Tieren gehen, da haben sie so einen kleinen Clip gezeigt im Trailer. Ja, so ein Typ mit Jagdgewehr schießt gerade auf so einen Hirsch oder sowas. Oh yeah, oh yeah, Flagge aufgenommen. GTA 5, Leute, da kannst du Base-Jumpen, da kannst du Fahrrad fahren, da kannst du Autos tunen, da kannst du einfach der King sein, wie du das willst, so Drogen verchecken, Marihuana-Laden kannst du besuchen. Also ich meine, das ist doch einfach mal episch, oder? Wenn das nicht episch ist, dann weiß ich eben nicht. Oh, nein! Ach du Scheiße, ah, Casey, du Kleiner. Okay, habe ich einmal nicht aufgepasst. Sei ruhig, Mr. Camper. Mit sowas wie dich rede ich gar nicht. Kleine Camper müssen sich hier immer wichtig machen. Furchtbar. Wow. Wow. Genau das meine ich, Leute. Das meine ich. Man weiß nie, wo die Leute hocken. Und man sieht hier, das ist ein richtiges Camper-Gameplay hier. Weil hier überall Camper sind. Ja. Gestern habe ich was ganz Cooles gesehen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Da war ich in einer Lobby, hab die Embleme angeguckt und das eine Emblem hat sich bewegt, so. Also so komisch geglitzert, gefunkelt. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, ist das eigentlich normal, dass diese Embleme funkeln? Bin mir da nicht so sicher. So. Ja, genau, Flagge Hammer. Hey, jetzt dreht er sich um. Naja, hast du keine Chance mehr gehabt, oder? Oh! Aua! Genau, das meine ich. Hier, das Feuer bewegt sich. Hier, Red Bull. Red Bull, die Marke, ja. Die verleiht Flügel. Leute, aber Red Bull, Leute. Das ist wirklich verarsche, sag ich euch. Kauft euch lieber andere Produkte, die billiger sind. Da gibt es nämlich diese Getränke. Oder eine Getränkemarke, die 1,5 Liter anbietet. Für einen sehr günstigen Preis. Der heißt Boost. Ich will es jetzt hier nicht sagen. So, aber das ist auf jeden Fall billiger als dieses scheiß Red Bull, weil Red Bull ist einfach viel zu überteuert, Mann. Da zahlst du nur die Marke. Und Flügel verleiht das natürlich nicht, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber dieser K6, auf den müssen wir aufpassen, Leute. Auf den müssen wir wirklich aufpassen, weil der ist richtig gemein. K6 ist ein harter Knochen, muss ich sagen. Da weiß jemand so... Da! Nicht schon wieder K6! Sorry, jetzt habe ich wieder ins Headset geschrien. Das wollte ich gar nicht. K6, 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 K6. Au. Leute, jetzt bin ich einmal gut. Habe einmal gute Internetverbindung. Da muss mir dieser K6 dazwischen kommen. Du bringst mich wirklich zur Weißglut. Aber 100 Punkte haben wir noch drin, Leute. Ach, dieser K6. Kann der nicht einfach aus der Lobby verschwinden? Okay, ich weiß, dass da einer ist. Und da ist K6. Jawohl, ich habe ihn erwischt. Der wollte da reingehen und campen.
aber nicht mit mir. Ich bin ja eigentlich immer so ein gechillter Typ, aber heute habe ich echt hier, weiß ich nicht, irgendwie Aggression so. Weil mich diese ganzen Camper inzwischen so richtig aufregen. Da macht das Spiel eigentlich auch keinen Spaß mehr, richtig? Ah, das ist bestimmt K6. Ah, hab ich doch gesagt! K6! Der campt da drin! Ha, du kommst in meine Videobeschreibung, K6. Ha, ja, dich packe ich da rein. Könnt ihr mal ein paar nette Worte an ihn schreiben? An den K6, vielleicht kennt er den ja. Ah, Schnupfen habe ich. Keine Ahnung warum, ich glaube ich... Nimmt so viele wieder zu wenig Vitamine zu mir. Ah, nein. Jawohl. Leute, das gibt's doch nicht. Schon wieder K6. Ja. Echt. Naja, Leute, wir haben gewonnen. 1:0. Kurzes Gameplay. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Jetzt gucken wir uns nochmal die letzte Killcam an. Und ich sage ciao. Und K6, ha, das ist dein verdienter Trost. Du bist in der Killcam. Aber nicht als Sieger, sondern als Verlierer. Leute, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 meldet sich zurück in... Na, wie nennt man mein Zimmer eigentlich? Ich würde mal sagen, Saustall. Also Leute, haut rein, ciao.